Wir haben uns im Regierungsprogramm das Ziel gesetzt, ein gerechteres System zu schaffen und die Mindestsicherung zu überarbeiten. Das ist notwendig, weil die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in den letzten Jahren massiv gestiegen ist. Wir haben kaum einen Bereich, der so stark angewachsen ist in Österreich, wie die Zahl der Mindestsicherungsempfänger. Vom Jahr 2012 an ein Wachstum von rund 60%. Wir investieren hier mittlerweile 1 Milliarde und die Zahlen sind insbesondere erschreckend, wenn man sich auf die Verteilung der Mindestsicherungsbezieher anschaut. Über 50% der Mindestsicherungsbezieher sind in Wien und rund 50% dieser sind ausländische Staatsbürger. Wir müssen also dringend hier gegensteuern. Wir müssen ein System schaffen, das gerechter ist, das wieder mehr Anreize schafft, arbeiten zu gehen und das insbesondere ein Ziel hat, nämlich die Zuwanderung in unser Sozialsystem zu bekämpfen. Wir haben hier Anleihe in Niederösterreich und Oberösterreich genommen, haben die besten Ideen einfließen lassen und haben natürlich versucht, dass wir die Ziele aus dem Regierungsprogramm so auch umsetzen, dass das selbstverständlich auch verfassungskonform ist. Die Grundregel, die wir einführen werden, ist, dass Deutsch der Schlüssel zum Zugang zur vollen Mindestsicherung sein wird. Das bedeutet, wer keine ausreichenden Sprachkenntnisse hat, der wird nicht die volle Mindestsicherung in Zukunft in Österreich beziehen können. Die Mindestsicherung selbst in der Höhe, die bleibt gleich, nämlich bei 863 Euro, wird aber dadurch für anerkannte Flüchtlinge oder auch für Zuwanderer mit schlechten Deutschkenntnissen reduziert, und zwar um 300 Euro. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, dass es plastischer wird: Der anerkannte Flüchtling, der einen positiven Asylbescheid in Österreich hat und noch nie in unserem Land gearbeitet hat, wird in Zukunft nicht mehr 863, sondern nur noch 563 Euro erhalten. Mit der Neuordnung der Mindestsicherung soll vor allem klargestellt werden, wer nach Österreich zuwandert, kann nicht vom ersten Tag die volle Mindestsicherung kassieren. Und diese Reform ist dramatisch notwendig, denn die Kosten für die Mindestsicherung sind explodiert. Der Herr Bundeskanzler hat ja darauf hingewiesen, 2016 haben wir für die Mindestsicherung bereits 924,2 Millionen Euro, also fast 1 Milliarde, gezahlt. Das waren 61,8% mehr als im Jahr 2012. Und es gab 307.533 Bezieher, also 38,9% mehr als im Jahr 2012. Und alleine in Wien sind es über 140.000 im ersten Quartal 2018, über 50% Nichtösterreicher. Und hier haben wir den Hebel angesetzt, dafür sind wir auch gewählt worden, hier gegenzusteuern. Und das gegenständliche Vorhaben ist eine wesentliche Konkretisierung auch der Weiterentwicklung des österreichischen Sozialwesens. Der letzte Versuch zur Einführung eines Grundsatzgesetzes ist in den 60er Jahren gescheitert. Wir werden jetzt dieses Grundsatzgesetz sicherstellen, damit eben nicht die Bundesländer diese Materie frei so fortsetzen, wie das bis dato der Fall gewesen ist. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir einen massiven Migrationstourismus nach Wien auch erlebt haben.